Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Part von Super Mario World. Ja, ich habe jetzt den Secret Exit geholt. Habe ich jetzt genau. Ja, den zieht halt jetzt. Da kommen wir zu diesem Level hier. Okay, Soda Lake, oh mein Gott. Nein, Wasserlevel. Okay, ich bin tot. Okay, ich bin tot. Okay, es ist vorbei. Okay, ich bin tot, ne? Kann man gleich mal vergessen. Und ich habe vergessen, am Anfang des Parts ein Safe State zu setzen. Das tue ich jetzt. Ach komm. Was? Okay. Okay. Habe ich schon mal gesagt, dass der Unterwasserschrein dumm ist oder schlecht? Ja, habe ich schon mal gesagt. Achso, dann sage ich es euch gerne nochmal. Ich sage es euch gerne nochmal, ja. Ich gerne nochmal. Ja, Strecks unter Wasser. Die Unterwasserstörung ist Müll. Da gibt es keine Widersprüche. Sie ist einfach schlecht. Nee. Vielleicht habe ich auch meinen Controller irgendwie falsch eingestellt, was ich zwar eher weniger glaube, aber es könnte ja sein. Aber wieso sollte... Ist das eigentlich dein Ernst? Drecks. Spiel. Okay. Und hier unten ist eine Yoshi-Coin, die wir nicht brauchen. Und ich versuche mich jetzt irgendwie noch durchzuskillen. Das Ganze irgendwie akzeptabel abzuschließen. Oh. Oh Gott. Ist das eigentlich dein... Ich schaue jetzt überhaupt erstmal, dass ich ja hier... So, dass ich hier nicht... Keine... Ach, weißt du was? Ich spiel... Ich will gar nicht mehr reden mit dir. Ne. Unterwasserlevel sind für mich ein Minuspunkt, ne? Digga, willst du mich eigentlich... Ist das eigentlich dein... Nee. Ich akzeptiere das jetzt nicht. Jetzt mal ernsthaft. Das ist jetzt wahrscheinlich ein eher ruhiger Part. Was kann mir... Willst du mich? Warum kommt da trotzdem was raus, wenn ich schon da bin? Oder wenn ich da genau drauf bin? Jetzt wird jetzt etwas sagen, dass hier... Ja, hier kommt halt einfach auch was raus. Ich bleibe hier oben. Ah, halt ab. Junge, chill doch. Junge... Digga! Nee. Nein. Was ist das? Was soll ich denn alles noch machen, hä? Geh weg. Geh ein. Geht alle weg. Nein. Was war das jetzt eigentlich? Was soll das? Und ich sollte wieder mehr Münzen sammeln. Warum treffe ich eigentlich keinen? Was ist das für eine Erklärung? Nein, oder? Also, dass ich jetzt schon extra länger aufnehme und noch nichts gebacken bekomme. Nein. Nein, ich sag da einfach nichts mehr dazu. Ich sag einfach nichts mehr dazu. Nehme jetzt schon schöne 4 Minuten auf. Und was habe ich geschafft? Geh einfach da durch. Geh einfach da durch und dich juckt nichts. Nee. Gehst jetzt einfach durch. Gehst einfach weg hier. Was war an dem Level zu schwer? Was war daran schwer? Nein. Sag dazu nichts mehr. Verpiss dich einfach. Ne. Wir haben das Level geschafft. Keiner. Wir haben 5 Leben. What the fuck? Okay. Geht's jetzt auch weiter? Also zu Star Road. Die machen wir, glaube ich, alle halt erst am Ende. Nein, was machst du? Ihr könnt da ja gerne mal hingehen. Sind die ganzen Level hier, glaube ich. Oder können wir die jetzt auch schon machen? Keine Ahnung. Ich lasse sie halt mal. Können wir ja ein andermal machen. Jetzt erstmal weiter zum Wald der Illusionen. Und da kann ich euch erstmal sagen, ich werde heute die ganzen schönen Secret Exits hier blind finden. Und ich weiß nicht, wo die alle sind und ich habe mich auch nicht erkundigt. Aber wir schauen uns mal das Geisterhaus an. Da gibt es, glaube ich, aber auch ein paar Schwierigkeiten. Ich kann ja schauen, vielleicht komme ich auch gar nicht mehr raus.
Weißt du, wieso habe ich mir schon wieder kein Safe State gesetzt? Wieso? Oh Gott. Was ist das? Spiel. Spiel. Warum? Nein. Warum? Jetzt mal really. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Ja, 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 ja. Ja, genau du. Wie? Kommt her. Einfach hier rüber. Und wie soll das jetzt bitte gehen? Oh Gott. Hä? Holy. Komme ich jetzt wenigstens irgendwo mal ein Item? Oh mein Gott. Bin so rich. Ich komme ja aber sonst nicht irgendwie hoch, oder? Geht einfach weg. Ich laufe einfach mal durch. Vielleicht... Ja, wer weiß. Okay, geht's auf jeden Fall weiter. Hier ist sonst nichts mehr. Okay, geht da bitte durch. Geht da bitte durch, danke. Holy... Alter. Ich werde sowas von sterben. Okay, wie bekomme ich jetzt noch eine Feder? Digga. Wie weit kommt ihr denn noch runter? Geht alle weg. Okay, das war jetzt ein schöner Frame-Einbruch. Okay, ich werde getroffen von der Typen. Nimm das bitte. Ja. Ja, ist mir egal. Ich habe ein Leben, okay. Digga. Digga. Ja, was will ich denn tun? Das ist halt jetzt die Frage. Das ist alles Betrug, ne? Wird nichts akzeptiert. Weil ich setze mir danach hier ein Safe State, denn das wollt ihr doch alle nicht sehen. Oder? Wollt ihr es sehen? Nein, wollt ihr nicht. Eben. Geht einfach alle weg. Ich rushe hier jetzt durch. Ich glaube, du kannst mich sowieso nicht treffen. Jetzt nicht noch zu. Nicht, noch so ein Psychopath. Nein. Digga. Ist das gerade dein... Ist das eigentlich gerade dein Ernst? Ja, hier bekomme ich jetzt schönen Pilz. Das hilft mir jetzt sehr, sehr viel. Jetzt bekomme ich hier noch eine Feder. Warum eine Feder? Warum kommt alles so weit runter? Warum ist hier... Warum habe ich noch einen Pilz? Ach so. Digga. Was ist hier los? Was ist das? Für ein Level. Ich sehe schon kommen. Wir schaffen den Part extremst viel. Wir schaffen den Part und wieso juckt es mich schon wieder? Wieso? Gib einfach Gas. Hol dir die Feder. Hol dir halt einfach die Feder. Ja, vielleicht ist das auch gewollt. Dass ich mir extra die Feder hole und deshalb die Geister weiter runterkommen und ich deshalb ein bisschen. Ist hinten eine Tür? Ja, hinten ist eine Tür. Wo bin ich jetzt? Ach so. Jetzt würde ich mal sagen, ich laufe einfach mal. Dann nach hinten in das. Hier war eine Tür. Wir gehen einfach mal in die Tür. Und wir haben irgendwas. Irgendein Exit. Egal. Es gibt hier zwei Exits nämlich. Es gibt da halt also auch einen Secret Exit. Das weiß ich. Es gibt hier, glaube ich, sogar in jedem Level einen Secret Exit. Ich habe ein Bonusspiel. Ja. Wow. Alter. Skiller HD nicht. Okay. Nein. Okay. Es ist schon verkackt. Okay. Aber wir bekommen One-Up. Es läuft bei uns. Es ist ernsthaft. Also von den One-Ups her. Also von den Level... Die wir heute geschafft haben, mal ganz abgesehen. Alter, wie viele Wege es hier gibt. Und hier ist auch wieder ein Secret Exit. Willst du mich eigentlich? Wir lassen das Level mal. Ich weiß nicht, wo hier der Secret Exit ist und ich suche den auch jetzt nicht. Jetzt mal in den Forest of Illusion. Joy. Nein. Warum Wasserlevel? Warum? Spiel?
Sag mir einen Grund. Und warum muss es ja auch einen Secret Exit geben? Denn vorher, alle Secret Exits, die ich vorher gefunden habe, wusste ich, wo die sind, beziehungsweise habe ich halt mich halt vorher erkundigt. Jetzt halt nicht mehr. Ja, ich kann dich nehmen, Junge. Chillig. Chillig, geh halt da durch. Okay, jetzt bist du weg. Und ich wurde getroffen. Aber hier bekomme ich wieder einen Pilz. Okay. Hier geht's weiter. Komisch. Wo geht's jetzt hier hin? Und ich bitte alle mal verpissen. Bitte, danke. Was mache ich hier eigentlich gerade? Wo bin ich? Hilfe. Hilfe, wo bin ich? Entweder ich finde gerade einen Spezialgang oder ich gehe einfach den ganz normalen Weg. Aber wir halten fest. Also ich habe sowieso Leben, ne? Dann kann ich sowieso ganz gechillt, aber ich setze mir trotzdem mal ein Safe State. Wer weiß denn, was da alles los ist? Aber wieso bekomme ich hier gleich eine Feder? Ja, natürlich wegen dem Schalterpalast. Gibt es eigentlich auch einen Schalterpalast? Oder gibt es in jeder Welt einen? Bin mir da nicht sicher. I don't know it. Kann ich dich töten? Nein, kann ich natürlich nicht. Versuche mich jetzt mal nicht zu treffen. Sollte eigentlich möglich sein. Ach komm. Weißt du was? Geh dich erhängen. Geh dich einfach erhängen. Nee. Und jetzt gehen wir dann mal den anderen Weg. Beziehungsweise vielleicht waren das eh die gleichen Wege. Ich bin mir halt nicht sicher. Denn ich war halt jetzt vorhin gerade irgendwie ein bisschen verwirrt, wo ich hier war. Bitte aktivieren. Danke, Gott. Okay, nein, das sind andere Wege. Das sind sie halt... Digga, willst du mich eigentlich ficken? Was willst du von mir, Alter? Jetzt wahrscheinlich direkt ins Mikro geblasen. I don't give a fuck, okay? Checkt's einfach. Safe States incoming. Safe States incoming, ich glaube ja schon. Denn ich bin schon wieder ganz leicht dezent angenervt von diesem Level. Wir haben heute wieder ganz viel erreicht. Sind schon bei 13 Minuten. Und meine Geräusche sind super. Man sollte echt mal ein Best-of Rionix-Geräusche machen. Da hätten wir ein 20 Minuten Best-of von dem hier. Oder von daher will ich mal sagen, macht das sowieso keiner. Aber es wäre halt auch ziemlich unschön für mich. Aber macht sowieso keiner. Schau sowieso keiner. Nee, Spaß. Das ist jetzt eher ein Witz. Was ist das hier eigentlich wieder? Was soll das? Hier ist einfach nur eine Yoshi-Coin. Alter, willst du... Die Frage ist halt jetzt, wie sollte ich da eigentlich durchkommen? Digga. Ja, okay, das habe ich gut gemacht. Das habe ich echt gut gemacht. Muss ich jetzt mal zugeben, ich bin Profi. Hier müsste Yoshi-Coin. Okay, das ist doch der reguläre Weg. Ich bin geschwommen. Bin gerade ganz normal geschwommen. Und ich glaube, es ist mal Zeit für einen Safe State. Das könnte sein. Und am besten ist, ich schaue wirklich alles an, was ich hier sehen kann. Denn vielleicht übersehe ich schon was. Digga. Vielleicht habe ich schon... Holy. Kann ich hier vielleicht sogar schon irgendwie durch? What the fuck? Jo, wahrscheinlich. Ich habe den Secret Exit. Okay. Wrecked. Okay. Ein Secret Exit schon mal gefunden. Und da kommt der blaue. Jo, wahrscheinlich, oder? Und jetzt? Was machst du? Ach so. Ja, hätte ich eigentlich nicht tun sollen. Ist egal. Ich hab den Schalterplast, Junge. Okay.
Ja. Okay, dann haben wir den Bauchschalterplast. Okay. Kann man auch noch machen. Dann haben wir halt dem Teampart wenigstens irgendwas erreicht. Müsste halt noch einen Gateway. Ja, ja, wir wissen's. Okay, wir können jetzt sogar speichern. Dann mache ich das Level nochmal. Gibt es hier dann zwei Secret Exits? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Am besten ist es, wenn ich jetzt einfach durch rushe und ich einfach alles vergesse, was passiert ist in den letzten 15 Minuten. Ich bin einfach ein ganz gechillter Reonix. Und lass mich treffen, was mich nicht interessiert, denn ich bin ein gechillter Reonix, ne? Bin ganz gechillt. Mich würde auch mal interessieren, wer das jetzt hier schaut, ob ihr persönlich es lieber habt, dass ich mich mit meinem echten Namen anspreche. Oder ich, wenn ich über mich rede, meinen echten Namen verwende. Oder eher meinen Künstlernamen, also Reonix. Oder halt eher meinen Echtnamen. Den vielleicht viele wissen. Ja, wir sollten eigentlich alle wissen. Sollten eigentlich alle wissen. Ich hoffe ja mal, dass ihr meinen echten Namen wisst. Okay, wir sind schon wieder hier. Was ich sehr feiere, muss ich jetzt echt mal zugeben. Muss ich echt mal zugeben. Und ich hoffe, ich war schon ziemlich weit in dem Level. Denn ich mache das nicht mehr lange mit. Ich mache das nicht mehr lange mit. Holy shit. Ist ja jetzt, was ist hier? Okay, ist ein Pilz. Kann man ja auch mal nehmen. Geh einfach weiter. Geh einfach weiter, Mario. Mario, gib Gas, Junge. Chill dein Leben. Okay, hier bist du. Also ist hier das Ende. Okay, hier ist das Ende. Und wie schreist du bitte? Easy, Digga. Das ist ja easy. Okay, das war mal, muss ich jetzt mal persönlich sagen. Ja, wenn man mal den ja, wenn man es mal kann. Es ist ein gechilltes Wasserlevel, muss ich echt mal sagen. Und ja, okay, wir sind. Hier gibt es noch ein Exit. Junge, bring mich doch um. Illusion. Das ist der dritte, das da vorne ist der vierte. Ich glaube, es gibt hier nur vier Level. Ist das eigentlich. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ja, dann können wir da jetzt noch die normalen Wege machen. Oh Gott, das ist das. Okay, das ist das. Ich könnte eigentlich in jeder Röhre etwas sein, oder? Willst du mich eigentlich vollkommen. Junge, lass mich einfach in Ruhe. Oh, oder muss ich da nicht irgendwas mit einer Bombe machen? Explodierst du auch irgendwie? Oder wie? Oder mit Yoshi? Irgendwas muss ich machen. Ich kenne das Level, glaube ich, sogar noch. Yoshi. Yoshi, nein, du kommst jetzt hier. Na, ja, du bist brav. Du bist jetzt brav. Holy shit. Was, wenn ich dich... Kann ich dich irgendwie mitnehmen? Nimm dich mal mit. Ich brauche dich sogar, okay. Junge. Setz dich wieder auf ihn drauf. Ja, das klingt jetzt zwar pervers, aber es ist halt die Wahrheit. Oder was damit? Das ist alles so verzweigt. Ich glaube, das Level kenne ich sogar. Okay, wir haben die Halbzeitflagge. Yoshi! Bitte bleib hier. Alter, was geht hier eigentlich ab? Was ist hier eigentlich los? Was ist das hier? Was ist das hier? Nein, ich will Yoshi. Und dann den Pilz. Okay, jetzt hat sich beides noch ausgegangen. Nein! Junge! Yoshi, jetzt bitte mal chillen. Komm du mal, komm mal runter. Junge, wie soll das denn sonst platzen? Plot, Junge. Was ist denn hier alles los? Und ich wüsste in keinster Weise, wo er in Exit ist. In keinsten, als ob, wie konnte ich jetzt nicht getroffen werden? Really, Nigga. Nichts gegen Schwarze. Ja. Ich bin kein Rassist, ne. Oh, und ich muss mich gerade ultra konzentrieren. Ist das eigentlich dein? Wie soll ich da jetzt hochkommen? Als ob ich da jetzt rüber muss. Junge! Als ob ich jetzt nicht gestorben bin. Okay, das ist Ende des Levels. What the fuck?
Das war es auch schon mit dem Part, glaube ich. Ja, das waren 20 Minuten. Wir haben halt nicht so viel erreicht. Obwohl, na gut. Es lief schon ganz gut. Es ist nur in der Verbindung, oder? Jo, wahrscheinlich. Okay, dann brauchen wir jetzt doch im Mixpart. Gibt es hier einen normalen Weg? Ich glaube, hier gibt es zwei Wege. Hier brauchen wir noch einen Weg. Dann noch dich hier. Ein Exit. Da unten ein Exit. Und dann war es das schon mit der Welt oder wie? Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sagen, ich habe mich gerade verschluckt. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt eine Bewertung, was auch immer. Und würde sagen, haut rein und schaut euch mal wieder beim nächsten Mal vorbei. Das heißt, Reonic spielt Super Mario World. Ja. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Thank you.